Willkommen Freunde hier zu einem weiteren Video. Wir schauen uns mal wieder einen Track von Carpi an. Ich habe Nachrichten von euch bekommen, dass ich mir mal wieder den neuen Track ansehen soll. Ich habe jetzt ein paar ausgelassen, weil es mir ehrlich gesagt ein bisschen viel wurde, ja. Die Tracks habe ich alle zwar gefeiert, die ich mir angesehen habe, aber es wurde ein bisschen viel. Ich wollte nicht, dass ich so diese Lust auf Carpi verliere. Deswegen habe ich ein bisschen Pause gemacht. Jetzt aber sind wir wieder am Start mit dem neuen Track. Den Titel kann ich nicht aussprechen, weil es ein russischer Titel ist. Ich freue mich drauf. Vielleicht ein komplett russischer Track. Wäre denkbar. Würde ich feiern. Würde ich ganz ehrlich feiern. Bin ich ehrlich, Leute. Ich mag sowas ganz gerne. Und ja, wir haben einen anderen Ansatz, Leute. Wir schauen rein, bevor das Ganze aber losgeht, ja. Erst einmal grüße ich hier den lieben Nick the Empire, Leute. Denn wie in jedem Video habt ihr die Möglichkeit, auf Instagram erwähnt zu werden. Und ich like noch ein Bild, wie in jeder Ehrenfolge. Dieses wunderbare Bild wird geliked. Ehre. Wenn ihr auch einen Shoutout haben wollt, wie gesagt, folgt mir einfach @flodaflo auf Instagram, Freunde. Ansonsten schauen wir jetzt aber ganz gepflegt in den neuen Track von Capital rein. 1 Million Aufrufe nach 1,5 Tagen ungefähr. Und Platz 7 auf den Trends. Sehr, sehr gut bewertet, Leute. Los geht's. Okay, es hat mir echt gefehlt. Ich habe mir jetzt echt länger nichts gegeben von Capital. Es hat mir echt gefehlt. Vielleicht werden wir anderen Tracks noch nachholen, Leute, weil ich habe irgendwie wieder Bock bekommen. Okay. Oh, schön, Mann. Ey, ich liebe allgemein Gesang auf anderen Sprachen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich liebe Gesang auf anderen Sprachen einfach, weil es was Freshes ist. Weil Deutsch ist so eine rustikale Sprache. Die eignet sich zum Rappen, auf jeden Fall. Aber ich finde, bei Gesang, da sind andere Sprachen viel, viel angenehmer beim Zuhören. So. Ich würde alles für dich tun und alles mit dir teilen. Okay. Und würdest du mich töten, dann würde ich dir verzeihen. Du hast recht, ich wäre nicht gern allein. Ich würde gerne Wunder schaffen und sie kostenlos verteilen. An alle Lelelei, die eins brauchen. Ihr sagt, alles hat seinen Preis, warum kann ich es dann nicht kaufen? Ey, Digga, diese tiefen Tracks von Carpi in letzter Zeit feiere ich. Muss ich sagen, ich hoffe bei denen, die ich mir noch nicht gegeben habe. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Stück ausgelassen. Ich hoffe, da ist auch sowas in diese Richtung mit dabei. Mag ich viel lieber als dieses sinnlose Gelaber teilweise, was man in den heutigen, KMN-like-Tracks öfter mal hört, ja? Keine Shots, Leute. Wie gesagt, ich bin cool mit den Leuten. Ja, geiler Track, Mann. Geiler Track bis jetzt. Also wirklich, die Mischung aus Russisch und Deutsch gefällt mir sehr gut, Mann. Am Anfang so ein bisschen, ja, noch so ein bisschen halt Musikalitäts-Vibes reinbekommen hier mit der Hook. Danach so was sehr, sehr Tiefgründiges irgendwie, was Ruhigeres auch. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, Alter. Ich würde gerne Wunder schaffen und sie kostenlos verteilen. An alle Lelelei, die eins brauchen. Ihr sagt, alles hat seinen Preis, warum kann ich es dann nicht kaufen? Wahre Aussage. Manche können es nicht glauben, manche haben kein Cash für Gucci-Schuhe und manche können nicht laufen. Manchmal ist ein Zelt mehr wert als eine Villa. Ja. Wir vergessen viel zu schnell zu schätzen, was wir haben. Ey, das ist echt eine gute Message, Alter. Manchmal ist ein Zelt mehr wert als eine Villa. Real Talk, Alter. Es kommt immer darauf an, was man für Lebensumstände hat. Für jeden bedeutet Reichtum etwas anderes. Manche sagen, sie sind Männer, doch sind Spinner. Ja. Löwen laufen nicht mit Hunden, Adler fliegen nicht mit Raben. Oh. Es sind diese kleinen Aussagen, Alter. Adler fliegen nicht mit Raben. Sowas feiere ich, Mann. Diese Zeilen, die einen wirklich zum Nachdenken und zum Andershandeln teilweise auch anregen. Laufen nicht mit Hunden, Adler fliegen nicht mit Raben. Oh. Oh. Der Einstieg in die Hook. Oh. Geil, Mann. Auch dieses Lalala im Hintergrund in den Adlibs, Alter, das ist perfekt, Mann. Ich weiß nicht, was es ist, aber sowas hat mir gefehlt, sowas habe ich mir gewünscht. Was Nachdenkliches, Musikalisches, aber immer noch der alte Carpi, aber auch der neue Carpi. Boah.
Oh, Bruder, Gänsehaut. In diesen Zeiten, als die Schulden sich häuften, keiner da von meinen Freunden, sie waren nicht da, als sie sollten. Auch wenn sie es heute verleugnen, auch wenn Millionen mir folgen. Ich hab Deutschrap gefickt und Millionen sind teuer, doch das hat nichts zu True bedeuten. Facts, Alter. All die Klicks und die goldenen, weiße Bags, die die Leute kennen. Da sind die Schuppen von Teufel drin. Ciemne, ciemne, Karada. Oh, der Einstieg ist krass. Ich liebe diese Stimme von ihm. Diese ruhigere Stimme. Genau sie, Alter. Auch ein kranker Beatmann. Von wem ist der Beat? Vitali See und Jan van der Tschorn. Kenne ich beides tatsächlich nicht. Ey, aber der Beat ist echt geil, auch am Anfang hier direkt. So ein paar Gitarrenakkorde finde ich sowieso immer richtig, richtig fresh in einem Beat, Alter. Leute, willkommen zu einem kleinen, großen Mini-Fazit. Oh, ich habe mir, wie gesagt, etwas länger nichts gegeben. Keine neueren Sachen, die von Joker Bra hochgeladen worden sind. Aber ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden. Vielleicht hat mir diese Pause auch wirklich gut getan. Und vielleicht brauchte ich so ein bisschen Abstand, um die Entwicklung nicht Stück für Stück, sondern Schlag auf Schlag, also auf einmal wirklich zu sehen irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall mehr als zufrieden mit diesem Track. Den kann man sich auch wieder öfter geben. Ein paar von denen, die er jetzt vor einigen Wochen hochgeladen hat, fand ich ein bisschen schwer, sich öfter zu geben. Ich weiß nicht. Ich hatte da mal ein kleines Problemchen mit. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, vielleicht ist es ein bisschen zu viel auf Dauer. Jetzt aber, wie gesagt, nach so, keine Ahnung, zwei Wochen ungefähr, 2,5 bis 3 Wochen Abstand, habe ich Lust auf mehr. Besonders nach diesem wunderbaren Track hier wirklich. Sehr, sehr... Ich weiß halt nicht, was auf Russisch gesagt worden ist. Das werde ich mir aber nochmal irgendwie raussuchen. Ich habe das Gefühl, dass es ein sehr emotionaler Track für ihn war. In letzter Zeit natürlich viele von solchen Tracks hochgeladen worden. Aber der besonders irgendwie, ich weiß nicht, auch mit der russischen Hook, um nochmal so ein bisschen was Persönliches mehr noch mit reinzubringen als vorher schon. Ansonsten komplett ruhig. Wir hatten aber trotzdem noch diese neueren, lauteren Sachen, die Kapital öfter hat, in den Adlibs meistens, aber sonst auch diese gleichen Autotune-Sachen irgendwie mit drin. Kombiniert mit dieser ruhigen Stimme extrem gut. Also wirklich sehr, sehr musikalischer Track, aber eben nicht so auf dieses... ja, ich weiß gar nicht, 0815 Party-Image, sondern einfach wirklich ein persönlicher, tiefgründiger Track, den ich echt schön fand, muss ich sagen, Leute. Schreibt gerne rein, ob es euch ähnlich ging, ob ihr diesen Song auch so gerne mögt wie ich. Und ganz wichtig, von denen, die ich verpasst habe, ich sag mal so die letzten 2 bis 3 Wochen, ihr könnt uns auf meinem Kanal nachgucken, welche ich mir noch nicht angesehen habe, von denen, die auf Joker Bra hochgeladen worden sind. Schreibt mal rein, welche davon ihr unbedingt sehen möchtet. Ich schätze, ich werde so 3 oder so mit denen erstmal jetzt in den nächsten 1-2 Tagen anhören. Und dann werde ich die nehmen, die am meisten vorgeschlagen worden sind. Ja, also schlagt mir gerne die vor, die ihr gerne sehen oder von mir hören möchtet. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video, Leute. Checkt auf jeden Fall, wie gesagt, den Joker Bra Channel ab und ballert das Ding nochmal den Trends nach oben, solange es noch geht. Hat es auf jeden Fall verdient, finde ich. Und dann würde ich sagen, grüßt euch einmal die Ehrenleute, Simon, Philipp, Edoras, Izzy und den netten. Bis dahin, Friends, wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende, wollte ich sagen. Aber, Leute, wir haben erst Dienstag, Alter. Muss los, Leute. Wir sehen uns bis dahin. Bleibt frisch, Rino, und ciao. Flow the flow.